What you have in this segment is the leadership's rejection of his messianic claims. Was ihr jetzt hier in den Unterlagen findet, ist die Verwerfung des Königs durch die Führer bzw. die Ablehnung seines Anspruchs, der Messias zu sein. The stage of interrogation is now complete. Diese Phase des Verhörs war zu einem Abschluss gekommen. And they have already determined that he is not the Messiah and looking for an opportunity to make this verdict public. Und die Pharisäer hatten bereits die Entscheidung getroffen, das ist nicht der Messias, und sie warteten nur auf eine Gelegenheit, um ihren Entschluss öffentlich zu machen. It comes in connection with the second of those three special messianic miracles. Und das fällt zusammen mit diesem zweiten besonderen messianischen Wunder. Now Mark points out in verse 22, is instigated by scribes which came down from Jerusalem, and the event itself takes place in the Galilee. In Markus Evangelium Kapitel 3 Vers 22 lernen wir, dass es die Schriftgelehrten waren, die von Jerusalem herabkamen, aber die Begebenheit selbst spielt in Galiläa. Now we'll stay with Matthew. He's the more detailed of the two accounts. Aber wir werden uns in dem Zusammenhang Matthäus zuwenden, weil er in diesem Bericht der detailliertere ist. Now read verse 22. Lass uns aus Matthäus 12 den Vers 22 lesen. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Now notice that they bring a man over to Jesus, who is also a mute, who cannot speak. Bitte beachtet darauf, dass dieser Besessene, den sie zum Herrn Jesus gebracht haben, nicht nur blind, sondern auch stumm war. Das heißt, er konnte nicht reden. Now the act of casting out demons by itself is not all that unusual. Dieser Akt des Dämonenaustreibens war für sich genommen noch nicht einmal so außergewöhnlich. And the Pharisees and rabbis and disciples also went around practicing casting out demons. Die Pharisäer, die Rabbiner, selbst die Jünger hatten Dämonen ausgetrieben. Jesus says as much in verse 27. Und so sagt der Herr Jesus im Vers 27. By whom do your sons, your followers cast them out? Oder stellt die Frage, wie haben denn eure Nachfolger, eure Jünger, die Dämonen ausgetrieben? But in Pharisaism, to cast a demon, you have to use a specific ritual. There are three distinctive steps. Aber ihr müsst wissen, im pharisäischen Judentum war die Dämonenaustreibung an ein Ritual gebunden, was aus drei bestimmten Schritten bestand. Number one, you have to establish communication with the demon. Der erste Schritt, du musstest erstmal Kommunikation mit dem Dämon aufbauen. When demon speaks, uses the vocal cords of the person he controls. Und wenn ein Dämon redet, dann gebraucht er dazu die Stimmbänder dessen, den er besetzt. Secondly, after establishing communication with the demon, you would then have to find out the demon's name. Der zweite Schritt dieses Rituals war es, nachdem du die Kommunikation mit diesem Dämon aufgebaut hattest, musst du zweitens seinen Namen in Erfahrung bringen. And thirdly, once you knew what the name was, you can use the name to order the demon to go out. Und der dritte Schritt war, nachdem du nun herausbekommen hattest, was der Name dieses Dämonen war, konntest du den Namen gebrauchen, um ihn hörbar auszutreiben. And these were three basic steps of the ancient Jewish procedure. Und das waren eben diese drei grundlegenden Schritte dieser altertümlichen Methode der Rabbiner, Dämonen auszutreiben. So one kind of demon they could never cast out, the kind of demon that caused the person controlled to be a mute, so he could not speak. Und logischerweise gab es demzufolge einen Dämon, den die Pharisäer oder die Rabbiner nie austreiben konnten, nämlich der Dämon, der den Besetzten dazu veranlasste, nicht mehr reden zu können. So you could not establish communication with this kind of a demon. Demnach konntest du keine Kommunikation mit dem Dämon aufbauen. No way to find out this demon's name. Es gab keine Möglichkeit, seinen Namen in Erfahrung zu bringen. And so within the framework of Pharisaism, it was impossible to cast this kind of a demon out. Und deswegen war es innerhalb des pharisäischen Judentums unmöglich, einen solchen stummen Dämon auszutreiben. But they were teaching that when the Messiah comes, he will also be able to cast out dumb demons. Und aufgrund dieser Unmöglichkeit entwickelten sie die Lehre, wenn der Messias kommt, dann wird er sogar stumme Dämonen austreiben können. So in verse 22, that's the kind of demon he cast out. Und deswegen wird in Vers 22 betont, das ist eben dieser Typus von Dämonen, den der Herr Jesus hier austreibt. And also the question this raises among the Jewish multitudes. Und bitte beachtet die Frage, die dadurch in der Volksmenge aufbrach. Read verse 23. Lesen wir dazu Vers 23.
Und alles Volk entsetzte sich und fragte: Ist dieser nicht Davids Sohn? That's a messianic title. So what they're asking is, could this be the messianic son? Davids Sohn ist ja ganz klar ein messianischer Titel, und deswegen die Frage, die sie tatsächlich stellen, ist: Steht hier der Messias vor? Now by this time he's cast many different kinds of demons out. Und bitte habt in Erinnerung, zu diesem Zeitpunkt hatte der Herr Jesus schon eine Vielzahl von Dämonen ausgetrieben. They did not raise this question in those other contexts. Aber bei all den anderen Dämonenaustreibungen haben sie nicht ein einziges Mal diese Frage gestellt. The question they raised previously was, by what authority does he cast out demons? Vorher haben sie ihm immer nur die Frage gestellt: Aufgrund welcher Autorität treibst du die Dämonen aus? When he cast out a dumb demon, the nature of the question changes. Aber während er jetzt hier einen stummen Dämon austreibt, da ändert sich der Inhalt der Frage grundlegend. Not by what authority, but is this the son of David? Jetzt fragen sie nicht mehr, aufgrund welcher Autorität tust du das, sondern jetzt fragen sie: Ist das der Sohn Davids? Because they understand this is something only Messiah was supposed to be able to do. Weil sie haben sehr wohl verstanden, jetzt ist hier was passiert, was eigentlich nur der Messias tun kann. But they do not wish to make that decision for themselves. Aber, say it again, please. They don't want to make that decision on their own. Aber das Volk ist nicht bereit, diese Entscheidung für sich selbst zu treffen. Looking to their own spiritual leaders, the Pharisees, to make that decision for them. Sondern vielmehr schaut das Volk jetzt zu seinen eigenen geistlichen Führern, und sie sollen bitte schön die Frage beantworten und die Entscheidung treffen. The Pharisees have only one of two options. Die Pharisäer hatten nur eine Wahl oder eine von zwei Möglichkeiten. One option is to proclaim him to be the messianic king. Die eine Möglichkeit wäre gewesen, sie hätten ihn als den messianischen König erklären müssen. This they don't want to do because of his previous rejection of Pharisaism. Und das wollten sie überhaupt nicht. Warum? Weil er ja zuvor ihr pharisäisches Judentum ja in Bausch und Bogen abgelehnt hatte. The second option is to reject him. Die zweite Option war, ihn abzulehnen. But if they go with the second option, they'll have to explain how come he can do what they themselves have been teaching only Messiah would be able to do. Aber sollten sie sich für die zweite Option entscheiden und ihn ablehnen, dann mussten sie natürlich eine Antwort auf die Frage finden: Warum kann jetzt dieser Mann Dinge tun, von denen ihr uns die ganze Zeit beigebracht habt, das kann nur der Messias tun? And they go with that option. Und sie entscheiden sich tatsächlich für diese zweite Option. Read verse 24. Lesen wir dazu Vers 24. Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie: Er treibt die bösen Geister nicht anders aus als durch den Beelzebul, ihren Obersten. They'd go the second option and reject his messianic claims. Sie entscheiden sich tatsächlich für die zweite Möglichkeit und lehnen seinen Anspruch, der Messias zu sein, ab. But then to explain his unique abilities, they claim that he himself is possessed. Und um seine einzigartigen Fähigkeiten, die er nur eindeutig unter Beweis gestellt hatte, wegzuerklären, sagen sie, er selbst ist dämonenbesetzt. Not by a common demon, he's possessed by Beelzebub, the prince of demons. Aber nicht durch einen gewöhnlichen Dämon, sondern Beelzebub, den höchsten, den Prinzen der Dämonen, den Fürsten der Dämonen. And the Beelzebub is a combination of two Hebrew words that mean the Lord of the Flies. Beelzebul ist eine Kombination aus zwei hebräischen Worten, der Herr der Fliegen. He first of all defends himself in four points. Zunächst einmal verteidigt sich der Herr Jesus auf vier Arten. This accusation cannot be true because it would mean a division of Satan's kingdom. Zunächst einmal hält er ihn vor und sagt, ihre Anklage kann nicht zutrefflich sein, weil das würde ja eine Spaltung im Reich Satans bedeuten. That's verse 25 and 26. Das sind die Verse 25 und 26. Secondly, verse 27, they themselves were teaching that the gift of exorcism is a gift of God. Zweitens, sie selbst haben doch gelehrt, dass die Dämonenaustreibung eine von Gott verliehene Gabe sei. And therefore this was inconsistent with their own teachings. Und das war offensichtlich dann nicht konsistent mit ihrer eigenen Lehre. Thirdly, the miracle actually authenticates his claims to be the messianic king in verse 28. Drittens zeigt er ihnen im Vers 28, dieses Wunder, das er gerade getan hat, bestätigt sogar vielmehr die Botschaft, dass er der Messias ist. In verse 29, he points out the miracle shows that he is stronger than Satan, not subservient to Satan. Und im Vers 29 erklärt er ihnen, dass das Wunder vielmehr sogar verdeutlicht, dass er stärker ist als Satan und ihm nicht untergeordnet ist.
Now in verses 30 to 37, he now pronounces a judgment that they are now guilty of the unpardonable sin. In den Versen 30 bis 37 erklärt der Herr Jesus ihnen, dass sie sich einer besonderen, nicht vergebbaren Sünde schuldig gemacht hatten. Now this is the only context you find this sin mentioned. Und ich bitte euch zu beachten, das ist der einzige Kontext, in dem von dieser un- oder nicht vergebbaren Sünde gesprochen wird. It must be interpreted by virtue of this context. Und wenn wir diese nicht vergebbare Sünde interpretieren wollen, dann müssen wir diesen Kontext beachten. So by definition, the unpardonable sin is Israel's national rejection of Jesus as the Messiah on the grounds of being demonized. Und aufgrund des zuvor dargestellten Kontexts möchte ich euch eine Definition der nicht vergebbaren Sünde geben. Es handelt sich hierbei um die Ablehnung des messianischen Anspruchs Jesu durch Israel als Nation während seines Dienstes hier auf Erden. Diese Ablehnung erfolgte mit der Begründung, er sei von einem Dämonen besessen oder von dem Obersten der Dämonen. So should be kept in mind, this is viewed as the special guilt on a national level. Bitte achte darauf, wir sehen deutlich, dass es sich bei dieser nicht vergebbaren Sünde um eine nationale Sünde handelt. And it's built upon the similar situations in the Hebrew Bible. I'll make reference to it in a moment. Und das basiert auf einem Kontext aus der jüdischen Bibel, aus dem Alten Testament, den wir uns gleich anschauen werden. That's the basic definition of the unpardonable sin. Das ist eine grundlegende Definition der nicht vergebbaren Sünde. But let's draw some specific ramifications to make the issue a bit more clear. Oder der sogenannten Sünde wider den Heiligen Geist. Ich möchte ein paar Ableitungen euch aufzeigen, um das zu verdeutlichen. This is a national sin, not an individual sin. Das ist eine nationale Sünde, keine persönliche Sünde. Individual members of that day and generation could and did escape the judgment by becoming believers. Tatsache ist sogar, dass einzelne dieser jener Generation, die diese Sünde begangen hatte, sogar gerettet werden konnten und diesem Gericht der Sünde wieder dem Heiligen Geist entrinnen konnten. But for the nation as a nation, it's now rendered impardonable. Aber als Nation war es eine nicht vergebbare Sünde geworden. But secondly, this is a sin that is unique to the Jewish generation of Jesus' day and not applicable to all subsequent Jewish generations. Und zweitens wollen wir festhalten, es handelt sich hierbei um eine Sünde, die ausschließlich auf die jüdische Generation zu Lebzeiten des Herrn Jesus zu beziehen ist und lässt sich nicht auf eine nachfolgende jüdische Generation übertragen. It was the Jewish generation that he visibly, physically came, offering himself as the Messiah. Es ist doch eben diese, jene eine Generation, den er leibhaftig gegenüberstand und ihnen gesagt hat, ich bin der Messias. And it was this generation that rejected him on the grounds of being demonized. Und es war eben jene Generation, die ihn abgelehnt haben, auf der Grundlage, er sei dämonenbesetzt. From now on the gospel, you see two words coming up over and over and over again. Und deswegen sehen wir hier auch eine Veränderung. Gerade im Matthäus-Evangelium, von da ab begegnen uns zwei Worte wieder und wieder und wieder. This generation. Diese Generation. Diese, jene Generation. Because this generation alone is guilty of this unique sin. Warum? Weil eben nur diese Generation von Juden schuldig geworden war an dieser Sünde. Thirdly, although this is a national sin, no other nation can be guilty of this sin. Ich möchte noch eine dritte Ableitung euch aufzeigen, da es sich ja um eine nationale Sünde dieser Generation handelte, ist es keine Sünde, die heute von irgendeiner anderen Nation begangen werden könnte. He's not now visibly, physically present with any other nation offering himself as that nation's Messiah. Der Herr Jesus ist heute physisch sichtbar nicht mehr gegenwärtig bei keiner anderen Nation und deswegen kann auch keine andere Nation dieser Sünde schuldig werden. That's unique to his relationship to Israel, and there's only one covenant nation, and that is Israel. Das ist einzigartig für das Volk Israel. Es gibt nun mal nur ein Bundesvolk und das ist Israel. Then fourthly, the commitment of the unpardonable sin by this generation means two things for this generation. Und noch eine vierte Ableitung aus dieser Sünde wider den Heiligen Geist und das sind zwei Dinge. At this point, the offer of the messianic kingdom is now rescinded from this generation. Das bedeutet zum einen, dass das Angebot des messianischen Reiches von dieser Generation
abgezogen wurde. They lost on the opportunity to see the kingdom established in their day. Das heißt, sie haben das Vorrecht verspielt, das messianische Reich in ihren Tagen aufgerichtet zu sehen. And secondly, there's now a physical judgment coming upon this generation that will be fulfilled in AD 70. Und eine zweite Ableitung ist, dass es jetzt zu einem physischen Gericht kommen musste, und es kam auch über diese Generation von Juden im Jahre 70 nach Christus. And the generation that in the AD 70 will be the final judgment upon this generation. Und im Jahre 70 nach Christus kam durch die Römer dieses endgültige Gericht über diese jene Generation von Juden. What's happened here is a specific generation goes beyond the point of no return. Was hier tatsächlich passiert, und dazu möchten wir uns auch das Alte Testament anschauen, ist, diese Generation hat einen Punkt überschritten, wo es kein Zurück mehr gab. And in God's dealing with his covenant people, once a generation goes beyond the point of no return, no amount of repenting can change the fact of coming physical judgment. Und wir haben andere Beispiele in Gottes Heilshandeln mit seinem Bundesvolk, wo wir sehen können, wenn das Volk einmal einen gewissen unumkehrbaren Punkt überschritten hatte, kein Maß der Buße das kommende Gericht verhindern konnte. This is the third time it has happened in Israel's history. Genau genommen ist das hier jetzt das dritte Mal, dass sowas in der israelischen, in der jüdischen Geschichte passierte. The first time you find detailed in the fourth book of Moses, chapters 13 and 14. Das erste Mal finden wir die Details zu diesem Verhalten in 4. Mose, die Kapitel 13 und 14. It's called the sin of Kadesh Barnea. Hier wird es die Sünde von Kadesh Barnea genannt. Kadesh Barnea is a beautiful oasis right on the border of the Promised Land. Bei Kadesh Barnea handelt es sich doch um eine Oase direkt an der Grenze zum verheißenen Land. Once you went past that oasis, you would be within the Promised Land. Wenn du einmal Kadesh Barnea verlassen hattest, darüber hinausgegangen warst, warst du ins verheißene Land gekommen. But from that oasis, Moses sent out 12 spies who came back 40 days later. Und es war eben diese Oase, von der aus Mose die 12 Kundschafter losgeschickt hatte, die 40 Tage später zurückkehrten. They all agreed at one point. Und sie hatten nur über einen Punkt Einmütigkeit. The land is what God calls it, a land flowing with milk and honey. Das Land, was der Herr über dieses Land sagt, trifft tatsächlich zu. Es ist ein Land, was von Milch und Honig überfließt. But then came a crucial point of disagreement. Aber dann gab es einen zentralen Punkt des Disputs, wo sie sich nicht einig waren. Only two men said, God is with us, we can take the land. Nur zwei der 12 Kundschafter sagten, Gott ist mit uns, wir können das Land einnehmen. But 10 men said, oh no, we cannot take the land. Aber die anderen 10 sagten, wir können das Land nicht einnehmen. The Canaanites are too many and too powerful for us. Die Kanaaniten sind viel zu viele und viel zu mächtig für uns. As a result, there was a massive rebellion against the authority of Aaron and Moses. Was war das Ergebnis? Eine massive Rebellion des Volkes gegen die Leiterschaft Mose und Aaron. That was the 10th act of rebellion since the Exodus. Das war seit der Zeit des Exodus das 10. Mal, dass sie so gegen ihre gottgegebene Leitung rebellierten. Aaron and Moses almost were killed, but God intervened. Und hätte Gott nicht eingegriffen, dann wäre Mose beinahe ums Leben gekommen. At that point, the Exodus generation reached the point of no return. Und das war der Punkt, wo diese Auszugsgeneration von Juden auch diesen Punkt überschritten hatte, wo es kein Zurück mehr gab. Das Gericht bedeutete, sie mussten weitere 40 Jahre in der Wüste umherirren, bis dieses Gericht seine Vollendung fand. In those 40 years, all who came out of Egypt will die out. Und während dieser 40 Jahre musste diese Generation von Juden, die aus Ägypten ausgezogen war, aussterben. Except for the two good spies and those below the age of 20. Mit Ausnahme der zwei guten Kundschafter und allen Israeliten, die unter dem Alter von 20 waren. So God then withdrew the offer of the promised land from the Exodus generation. Das heißt mit anderen Worten, schaut euch damals die Begebenheit nochmal an. Gott hat dieses Angebot von dieser Auszugsgeneration der Juden, das verheißene Land mit ihren eigenen Augen sehen zu dürfen, abgezogen. And he re-offered to the next generation, the red generation of the wilderness. Um es der nächsten Generation neu anzubieten, nämlich der Generation der Wüstenwanderung. In the same way as he withdraws the offer of the kingdom here in Matthew 12. Und auf eine genau gleiche Art und Weise zieht jetzt der Herr Jesus dieses Angebot, das messianische Königreich während ihrer Lebzeit aufgerichtet zu sehen, von dieser Generation von Juden ab.
And the kingdom will be offered to a future Jewish generation that will be living in the tribulation. Und dieses Angebot soll einer zukünftigen Generation von Juden erneut unterbreitet werden, nämlich der Generation von Juden, die während der Trübsal leben werden. Now again, once a point of no return is reached, no amount of repenting can change the fact of coming physical judgment. Nochmal als Erinnerung, es spielt keine Rolle, wie stark und wie tiefgehend und umfassend die Buße sein sollte, die diese Generation von Juden über ihre Schuld dann fand. Es gab keine Möglichkeit, das physische Gericht abzuwenden. In 4. Moses chapter 14, they say the people repented. Und in 4. Mose 14 wird uns sogar berichtet, dass das Volk Buße tat. Verse 20 says God even forgave their sin. Und im Vers 20 von 4. Mose 14 heißt es sogar, dass Gott ihre Sünde vergeben hat. It did not affect anyone's individual salvation. Mit anderen Worten, das hat überhaupt nichts mit der persönlichen Erlösung eines Einzelnen zu tun. But now they have to pay the physical consequences of crossing the point of no return, which was physical death outside the land. Aber diese Generation musste die physischen Konsequenzen tragen, und das bedeutete damals, sie mussten außerhalb des Landes sterben. Now Moses also had to die outside the land because of a sin he committed. Schau doch, als Beispiel, Mose musste auch außerhalb des Landes sterben, und das aufgrund einer Sünde, die er begangen hatte. It didn't affect his own salvation. Aber diese Sünde oder dieser Tod außerhalb des Landes hat doch nicht seine Erlösung beeinträchtigt, Moses Erlösung. Had to pay the physical consequences going beyond the point of no return for him. Also das heißt auch für ihn, er musste die physische Konsequenz, dieses Strafgericht außerhalb des Landes zu sterben, das Land nicht sehen zu dürfen, tragen, aber das hat nichts mit seiner persönlichen Erlösung oder seinem ewigen Heil zu tun. Now the second time this happens, detailed in 2 chapters. Das zweite Mal, dass das Volk tatsächlich diesen unumkehrbaren Punkt überschreitet, finden wir in einem Bericht, der 2 Kapitel umfasst. 2 Kings 23. In 2. Könige 23. And 2 Chronicles 34. Und 2. Chroniker 34. Dealing with the sins of Manasseh. Es geht hier um die Sünde Manasses. Manasseh was the worst king Jerusalem ever had. Manasseh war der furchtbarste König, den Jerusalem je gesehen hat. He shed much blood of the believing remnant during his long reign. Während seiner langen Regierungszeit hat er viel Blut des gläubigen Überrestes von Juden vergossen. He turned the temple compound into a major center of idolatry. Er hat das Tempelgelände zu einem zentralen Ort des Götzendienstes verwandelt. He resorted to the practice of human sacrifice. Bis hin, dass er nicht davor zurückschreckte, Menschenopfer darzubringen. Instead, finally a point of no return was reached. Und so erlitt auch das Volk oder die Generation von Juden zur Zeit Manasses einen Punkt oder überschritt einen Punkt, den sie nicht mehr umkehren konnten. And God decreed the Babylonian destruction of the city and the temple. Gott hatte beschlossen, dass die Babylonier kommen sollten, um den Tempel und die Stadt zu zerstören. And the 70 years of captivity. Und das mussten auch diese 70 Jahre der Wegführung über diese Generation kommen. Here again, once a point of no return is reached, no amount of repenting can change the fact of coming physical judgment. Ich erinnere euch nochmal dran, es spielte keine Rolle, auch bei diesem zweiten Mal, wo diese Generation von Juden diesen Punkt, diesen unumkehrbaren Punkt überschritten hatten, spielte keine Rolle, wie viel Buße sie auch taten, das physische Gericht, was jetzt kommen musste kommen. The Chronicles passage does say that at the end of his life he repented. Aus dem Chroniker lernen wir sogar, dass Manasseh am Ende seines Lebens zur Buße gefunden hat. He became a saved man. Er ist sogar ein erlöster Mann, ein geretteter Mann. He was followed by the righteous ruler King Josiah. Und er wurde dann abgelöst von diesem gerechten König Josiah. But God simply said he would not bring the calamity on in Josiah's day. Und Gott hat deswegen beschlossen, er wird dieses verordnete Gericht, was unumkehrbar war, nicht in den Tagen Josias über Israel bringen. The calamity itself is now inevitable, a point of no return is reached. Aber das Gericht selbst war unabwendbar. Warum? Weil auch hier wieder dieser unumkehrbare Punkt überschritten war. And not long after Josiah's death, the Babylonians came. Und es dauerte nicht lange nach dem Tod Josias, da brach
Babylon über Israel herein. Here in Matthew 12, once again a specific generation crosses the point of no return. Und jetzt sehen wir hier in Matthäus 12 zum dritten Mal, dass eine besondere Generation von Juden diesen unumkehrbaren Punkt überschritten hatte. So no matter how many Jews will come to believe, and myriads of Jews did come to believe. Und das, mit anderen Worten, spielt keine Rolle, wie viele Juden zum Glauben kommen sollten. Und wir wissen doch, dass durch den Herrn Jesus viele, ja Tausende zum Glauben gekommen sind. It would not change the fact of coming physical judgment. Aber das hat nichts an der Tatsache geändert, dass dieses physische, ich betone nochmal, physische Gericht über diese Generation von Juden hereinbrechen sollte. And finally came in the year AD 70. Und es kam, dieses Gericht, nämlich im Jahre 70 nach Christus durch die Römer. And that created a forced dispersion of the Jews all around the world. Und das führte zu dieser weltweiten Zerstreuung der Juden. Now in the next on your next page, auf der nächsten Seite, auf der Seite 12 in euren Unterlagen, in verse 38 the Pharisees interrupt him and demand yet another sign. Unterbrechen die Pharisäer den Herrn Jesus und verlangen nach einem weiteren Zeichen. Matthäus 12 Vers 38. But now he announces a new policy concerning the purpose of his signs. Aber achtet bitte darauf, ab diesem Moment kündigt der Herr Jesus eine neue Regel an, warum er Zeichen tut. When he began going public with his signs, the purpose of his signs was to serve as signs for Israel to get to make a decision concerning his messiahship. Zu Beginn seines öffentlichen Auftretens hatten die Zeichen einen besonderen Grund oder eine Absicht. Sie sollten Israel dazu bringen, eine Entscheidung zu treffen, ob sie seinem Anspruch, der Messias zu sein, Folge leisten. But now the purpose of a science changes. Aber nachdem sie ihn nun offiziell abgelehnt hatten, verändert sich die Absicht, warum er jetzt fortan Zeichen tat. For the nation, there'll be no more signs except one sign. Für die ganze Nation sollte es überhaupt gar kein Zeichen mehr geben, außer einem weiteren Zeichen. The sign of Jonah, which is the sign of resurrection. Es sollte das Zeichen Jonas sein, und das ist ja das Zeichen der Auferstehung. But not as the beginnings of the emphasis on this specific generation. Aber bitte auch hier achte darauf, wie diese spezielle Generation von Juden betont wird. Verse 39, and even adulterous generation seeks after a sign. Es heißt hier im Vers 39, es ist ein böses, abtrünniges Geschlecht, also ihr müsst wissen, das griechische Wort kann mit Geschlecht oder Generation übersetzt werden. Die richtige Übersetzung wäre, es ist diese abtrünnige Generation, die dieses Zeichen fordert. Verse 41, the men of Nineveh shall stand up in the judgment with this generation and shall condemn it. Vers 41 genauso, die Leute von Nineveh sollen beim jüngsten Gericht aufstehen und mit dieser Generation von Juden richten. Verse 42, the quintessence shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. Und im Vers 42 wieder die Betonung auf diese Generation von Juden. Da wird nämlich die Königin des Südens auftreten beim jüngsten Gericht gegen es. And the verse 45, even so will it come upon this evil generation. Und im Vers 45 nochmal die Betonung, dass es um diese böse Generation von Juden geht. And so the focus is on this generation, and this phrase will be repeated over and over again to the rest of the Gospels. Also ich bitte euch zu beobachten, es geht um dieses böse Geschlecht oder diese böse Generation von Juden, und fortan konzentriert sich der Herr Jesus auf diesen Ausdruck. Because this generation alone is guilty of this unique sin. Warum? Wie wir es eben gezeigt haben, es ist eben nur diese besondere Generation von Juden, die dieser besonderen Sünde wider den Heiligen Geist schuldig geworden ist. Now turn to page 13 or Mark 7. Lasst uns die Seite 13 aufschlagen oder Markus Kapitel 7. We've seen two areas of conflict already. Wir haben ja bis hier zwei Konflikte, große Bereiche des Konflikts zwischen Jesus und den Pharisäern angeschaut. Fasting and keeping the Sabbath. Das Fasten und das Sabbat halten. Here's the third issue, washing hands before eating. Und es gab noch einen dritten Konflikt, und zwar dieses rituelle Händewaschen vor dem Essen. Matthew writing to Jews does not need to explain this tradition. Matthäus schreibt doch an die Juden, deswegen muss er diese Tradition des
Händewaschens vor dem Essen überhaupt nicht erwähnen. But Mark is writing to Gentiles and he does need to explain it to them in verses 1 through 4. Aber weil Markus an die Nichtjuden schreibt, muss er diese Gepflogenheit erklären und er tut das auch in Markus 7, die Verse 1 bis 4. And the rule was that you couldn't even eat one small seed without first washing your hands before eating. Und die Regel war, du konntest noch nicht mal ein kleines Weizenkorn essen, außer dass du dir vorher die Hände gewaschen hast. Let me quote you four statements from the Mishnah concerning the washing of hands. Ich will euch an der Stelle vier Zitate aus der Mishnah bringen, die alle mit dem Händewaschen zu tun haben. Number one is better to have to walk 6 kilometers to water than to incur guilt by neglecting hand washing. In der Mishnah steht zum Beispiel, es ist besser, 6 Kilometer zum Händewaschen zu laufen, als dieses Gebot zu übertreten, dass man vor dem Essen sich nicht die Hände gewaschen hat. Do you want to eat this one small seed? Also wenn du wirklich tatsächlich vorhast, ja, dieses eine Weizenkorn zu verspeisen. Closed water is 6 kilometers away. Und das nächste Wasser findest du erst in 6 Kilometer Entfernung. Take a hike. Dann mach einen schönen Spaziergang. Don't dare eat the thing till you wash your hands. Aber wehe, du isst dieses kleine Korn, bevor du deine Hände gewaschen hast. Second rule. Zweite Regel aus der Mishnah. One who neglects hand washing is as bad as a murderer. Einer, der das Händewaschen nicht beachtet, ist genauso böse wie ein Mörder. Third law. Drittes Gesetz aus der Mishnah. One who neglects hand washing is like one who went unto a prostitute. Einer, der das Händewaschen nicht beachtet, ist genauso wie einer, der zu einer Prostituierten geht. Fourth law. Viertes Gesetz aus der Mishnah. Three sins bring poverty after them, one of which is neglecting hand washing. Es gibt drei Sünden, die die Armut über dich hereinbrechen lassen. Und eine dieser Sünden ist, dass du das Händewaschen nicht beachtest. So if you don't want to die poor, make sure you wash your hands before you eat. Wenn du als armer Mann nicht sterben willst, dann seh zu, dass du vor dem Essen deine Hände wäschst. Growing up, I thought my mother made this one up. Während ich aufgewachsen bin, hat sich meine Mutter noch eine Regel ausgedacht. It turns out to be older than she is. Ich dachte immer, meine Mutter hätte sich das ausgedacht als kleiner Junge, aber später musste ich lernen, das Gesetz ist ein bisschen älter als meine Mutter. Now he responds to the Pharisees by pointing out three things. Jesu Antwort umfasst drei Dinge gegenüber den Pharisäern. In verse before we do that, notice in verse 5 what the nature of the attack is. Bitte schaut euch im Vers 5 an, welcher Natur hier diese Anklage war. Why do not walk your disciples in accordance with the tradition of the elders? Sie halten ihm doch vor, warum leben deine Jünger nicht nach den Satzungen der Ältesten oder der Tradition der Ältesten? Here's your New Testament name for the Mishnah. Hier findet ihr den neutestamentlichen Titel für die Mishnah. The tradition of the elders. Die, also Luther beschreibt es als die Satzungen der Ältesten. They don't have an opportunity to accuse them of breaking Mosaic law. Oder in der Elberfelder die Überlieferung der Ältesten. Die Pharisäer hatten nicht ein einziges Mal die Gelegenheit, den Herrn Jesus zu überführen, dass er das mosaische Gesetz nicht gehalten hätte. That is perfectly down to every jot and tittle. Bis zum letzten Jota und bis zur letzten Serife hat er das mosaische Gesetz perfekt eingehalten. They only can accuse them of breaking Mishnaic law. Den einzigen Anklagepunkt, den die Pharisäer immer wieder finden konnten, war, dass der Jesus nicht gewillt war, ihre Mishnah zu halten. But this will not make any impression. Aber das hat auf den Herrn Jesus keinerlei Eindruck ausgeübt. He readily admits breaking Mishnaic law. Der hat ganz frei zugegeben, dass er die Überlieferung der Ältesten, die Mishnah, bricht. So he responds by pointing out three things. Und so antwortet der Jesus ihnen, indem er ihnen drei Dinge betont. In verse 6 and 7, the true nature of Pharisaism is hypocrisy. In den Versen 6 und 7 macht er ihnen klar, die wahre Natur eures Pharisäertums ist Heuchelei. Read verse 7. Lesen wir Vers 7. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. We think of worship in the sense of music and so on, but worship also in Bible involves obedience to His commandments. We think of worship in terms of singing, but then the Bible also includes things like obedience. Ja. Wenn wir an gottesdienstliche Anbetung denken, dann denken viele von uns erstmal nur an Musik oder an Gesang. Tatsächlich versteht aber die Bibel unter Anbetung mitunter auch den Gehorsam seinem Wort gegenüber.
But the worship must by obedience must be to the commandments God did give us and not to man-made commandments like that of the Mishnah. Aber der Herr Jesus betont hier, wenn ihr anbeten wollt, wenn wir richtig anbeten wollen, dann heißt das, wir müssen die Gebote behalten, die Gott uns gegeben hat, aber nicht die Gebote, die Menschen in der Mishnah gemacht haben. The problem with legalism is it gives people the impression of somebody being really spiritual, really religious. Das wahre Problem von Gesetzlichkeit liegt doch darin, dass es den Menschen diesen Eindruck von echter Geistlichkeit vermittelt. But it's a faulty conclusion. Aber das ist eine falsche Schlussfolgerung. Obedience is beneficial if it's the obedience to the true commandments and not to man-made commandments. Gehorsam ist sehr gut, aber nur wenn es Gehorsam gegenüber dem wahren Gebot Gottes ist und nicht diesen selbstgemachten, menschgemachten Geboten. So those who think they're spiritual because of legalism are only being what he calls them hypocrites. Wenn also jemand glaubt, er sei ganz besonders geistlich, weil er menschgemachte Gebote einhält, dann ist er das, was der Herr Jesus ihm vorhält, dann ist er nichts anderes als ein Heuchler. The second point is in verse 8. Den zweiten Punkt setzt der Herr Jesus hier im Vers 8. He points out that sometimes to keep a tradition you have to ignore a divine commandment. Er hält ihnen vor, damit sie überhaupt in der Lage waren, die Mishnah zu halten, mussten sie manchmal sogar so weit gehen und wahres göttliches Gesetz brechen. That makes it passive. Das bedeutet, sie haben das passiv gemacht. They simply ignore a divine commandment. Das heißt, sie sind so weit gegangen, dass sie um ihrer Mishna willen sogar gottgegebene Gesetze missachteten. But the third problem is that he moves from the passive to the active. Aber dann gibt's noch ein drittes Problem und hier bewegt der Herr sich vom passiven zum aktiven. So in verse 9, sometimes to keep a tradition you have to actively reject a divine commandment. Also um die Tradition, um die Überlieferung der Ältesten zu halten, musstest du manchmal nicht nur passiv göttliches Gesetz ignorieren, du musstest manchmal sogar aktiv göttliches Gesetz brechen. That's his point in verse 9. Das ist die Anklage, die der Herr Jesus ihnen im Vers 9 vorhält. He then gives an example in verses 10, 11 and 12. Er gibt ihnen dann ein Beispiel in den Versen 10, 11 und 12. The principle of the Korban. Und zwar, das Beispiel ist dieses Prinzip von Korban. The word Korban, the end of verse 11, is a rabbinic term meaning something which is dedicated. Dieses Wort Korban, was euch im Vers 11 begegnet, ist ein rabbinischer Ausdruck und bedeutet so viel wie geheiligt, im Sinne von geweiht. Here's how it works. Dieses Korban-Prinzip funktioniert wie folgt. Any point of time a Pharisee can wave his hand and say Korban. Zu jeder Zeit konnte ein Pharisäer eine Handbewegung machen und konnte sagen Korban. That meant everything you owned at that moment has been dedicated. Das bedeutete mit anderen Worten, alles was er in dem Moment besaß, sein ganzes Besitztum, war geweiht. So he could do one of two things. Und dann bedeutete das, er konnte jetzt nur noch eins von zwei Dingen tun. He can give part of it, all of it to the temple treasury. Er konnte einen Teil oder das Ganze in den Tempelschatz geben. Or secondly, he could use it for his own private use. Oder er konnte es auch für seinen persönlichen Nutzen ausgeben. What he could not do with it is give it to somebody else's private use. Was er aber nicht mehr tun konnte, wenn er einmal Korban erklärt hatte, er konnte dieses Vermögen nicht mehr einer anderen Person für ihren Nutzen geben. Now many Pharisees would convert to Pharisaism. Viele Pharisäer waren tatsächlich Konvertiten zu diesem Pharisäertum. The parents were not necessarily Pharisees themselves. Oder mit anderen Worten, die Eltern eines Pharisäers waren nicht notwendigerweise auch selbst Pharisäer. And there was reluctance to share with non-Pharisees, even if those non-Pharisees were parents. Und es war eine Regel, dass man mit Nicht-Pharisäern nichts gemein haben konnte, nichts teilen durfte, selbst wenn diese Nicht-Pharisäer deine eigenen Eltern waren. The Torah says, honor your father and your mother. Aber die Tora, also das Mosaische Gesetz, sagt doch, du sollst Vater und Mutter ehren. That included taking care of their welfare when they became too old, either physically or mentally, to take care of themselves. Und ehren bedeutet unter anderem, dass wir unsere Eltern versorgen, wenn sie physisch oder geistlich dazu nicht mehr in der Lage sind.
So the non-Pharisee saw a non-Pharisaic father approaching his home, and he knew he had certain difficulties. Wenn also ein Pharisäer sah, dass sein Vater, der nicht Pharisäer war, in sein Haus kam, dann hatte er da gewisse Schwierigkeiten. Before the father arrives, he raises his hat and says Korban. Bevor der Vater überhaupt ankam, hat der Pharisäer seine Handbewegung gemacht und hat gesagt Korban. And the father comes in, expresses his need. Und dann kommt der Vater zu ihm und drückt ihm seine Not aus. The son could say, I wish you had seen me earlier. Und dann kann der Sohn sagen, wärst du doch nur früher gekommen. I already decreed my present possessions as Korban. Ich habe doch gerade mein ganzes Besitztum als Korban erklärt. I'm not permitted to give away to anybody else's private use. Und jetzt darf ich von meinem Besitz keinem anderen mehr was für seinen persönlichen Nutzen geben. The intent would not necessarily be to donate any part of it to the temple treasury. Und das ging so weit, dass das noch nicht einmal bedeutete, dass er auch nur einen Cent in den Tempelschatz geben musste. He can keep it for his own private use. Hätte das ganze Geld, nachdem er es als Korban geweiht hatte, für sich selbst behalten können. And so by active by this tradition, they actively broke the divine commandment. Und der Jesus zeigt ihnen, aufgrund dieser Tradition, die ihr da in der Mishnah entwickelt habt, geht ihr sogar so weit, dass ihr nicht nur das mosaische Gesetz missachtet, sondern aktiv brecht. Okay, let's turn to Mark chapter 9. Bitte, lass uns als nächstes Markus Evangelium Kapitel 9 aufschlagen. Now in chapter 9 verses 14 through 29 you have another issue of a demonized lad. In Markus Kapitel 9 die Verse 14 bis 29 begegnet uns ein weiteres Male ein junger Mann, der Dämonen besetzt ist. Jesus took three of his disciples to a mountain where they saw the transfiguration. Der Jesus hatte ja drei seiner Jünger mit auf diesen Berg genommen, wo sie Augenzeugen seiner Verklärung werden durften. And when they came back to the other disciples, they saw them debating something over with specific scribes in verse 14. Und während sie dann von diesem Berg der Verklärung runterkamen, trafen sie auf die anderen verbliebenen neun Jünger und sie sahen, wie sie mit den Pharisäern über irgendwas im Streit waren, Vers 14. In the context shows the disciples tried to cast out a demon and could not do so. Und im Kontext sehen wir, die Jünger hatten versucht, einen Dämonen auszutreiben, aber sie konnten es nicht. And that somehow reflected negatively on their claim to following the true Messiah. Und das hat irgendwie ein schlechtes Licht auf ihren Anspruch geworfen, weil sie ja gesagt haben, wir folgen dem wahren Messias. Jesus proceeds to cast the demon out. Was der Herr Jesus tut, ist als erstes, er treibt den Dämonen aus. And when he's alone with the disciples in verse 28, they ask him privately, why could we not cast them out, cast the demon out? Nachdem sich der Herr Jesus dann mit seinen Jüngern zurückgezogen hatte, fragten sie ihn in Vers 28, sag mal, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Now by this point of time, he had cast out many they had already practiced many demons casting out. They were well experienced in casting out demons. Denn wir müssen verstehen, selbst die Jünger Jesu hatten zu diesem Zeitpunkt des öffentlichen Wirkens schon eine Vielzahl von Dämonen ausgetrieben und hatten eine gute Erfahrung darin, wie sowas geschieht. But unable to cast this demon out, and that reflected negatively. Und trotzdem scheiterten sie. Sie konnten diesen Dämonen nicht austreiben, und das warf natürlich ein schlechtes Licht auf sie von Seiten der Pharisäer. And Jesus answers in verse 29, this kind can come out nothing but save by prayer. Der Jesus antwortet ihnen im Vers 29, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. And usually in the commentaries they emphasize they should have been praying more. Die Kommentatoren kommen dann meistens zu dem Schluss und sagen, die Jünger hätten mehr beten sollen. And that's always true. Und das ist natürlich nie verkehrt. But they missed the phrase this kind. What kind was it? Aber, und das kommt hier im Deutschen nicht so, in the German it doesn't come through that clearly. This kind? Ja. About this. Ah, doch, ja. Im Vers 29 heißt es ja, aber diese Art von Dämon, also das betont der Herr Jesus, kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. So what kind was it? Was für eine Art von Dämon war es also? Look back at verse 17. Schaut nochmal zurück zum Vers 17. It was a dumb spirit, a mute demon. Es war doch ein stummer Geist. Here Jesus verifies the Pharisaic observation that dumb demons were different. Auf der einen Seite bestätigt hier der Herr Jesus die Beobachtung der Pharisäer, dass die stummen Dämonen
irgendwie anders waren. And you could not use the normal procedure for casting these demons out, even in Jesus' name. Denn wie wir zuvor schon gesehen haben, so einen stummen Dämonen konntest du auf die herkömmliche Art und Weise nicht austreiben, selbst im Namen Jesu nicht. So this kind you must pray out, but you cannot cast it out. Und deswegen diese Erklärung: So eine Art von Dämon muss durch Gebet ausgetrieben werden, aber nicht einfach nur oral. We have time for one small incident. Wir haben noch Zeit für eine weitere kurze Begebenheit. Okay, take your notes and go to page 17. Bitte schlagt in euren Unterlagen die Seite 17 dazu auf. We have the account of the resurrection of Lazarus. Wir schauen uns jetzt hier den Bericht der Auferweckung des Lazarus an. Now, no other resurrection he performs has given as much detail as the case of Lazarus. Es gibt keine Auferstehung, der so viel Augenmerk geschenkt wird und so viel Details berichtet werden wie bei der Auferstehung des Lazarus. The other resurrections that cover somewhere between 2 to 4 or 5 verses. Andere Auferstehungen werden mit 2 oder 3 Versen abgehandelt. And this witness by only a few. Und meistens waren bei diesen anderen nur wenige Augenzeugen dabei. And a few witnesses that then told to tell no one about it. Und diese wenigen Augenzeugen, denen wurde dann auch noch gesagt, dass es keinem anderen erzählen soll. But Lazarus was given a lot of detail, 44 verses worth of detail. Aber bei der Auferstehung des Lazarus werden uns viele Details genannt, 44 Verse nur wegen dieser Auferstehung. He told them when they rejected him, there'll be no more signs for the nation except one sign, the sign of Jonah, the sign of resurrection. Der Jesus sagte doch zu den Pharisäern und zum Volk, es wird euch kein weiteres Zeichen mehr gegeben werden, bis auf ein weiteres Zeichen, nämlich das Zeichen Jonas, das Zeichen der Auferstehung. And that will come on 3 occasions. Und das sollte auf bei drei Begebenheiten gegeben werden. Lazarus, Jesus and the 2 witnesses of Revelation 11. Lazarus, Jesus und die 2 Zeugen aus Offenbarung 11. So Lazarus is the first sign of Jonah. Lazarus ist also das erste Zeichen Jonah, was den Juden gegeben wurde. And Jesus sets the stage in such a way the Pharisees cannot merely explain this away. Und der Herr Jesus musste diese Auferstehung des Lazarus auf eine Art und Weise einfädeln, damit die Pharisäer auf eine besondere Art und Weise einfädeln, damit die Pharisäer das nicht einfach wegerklären konnten. Now raising the dead would not be a messianic miracle because that was also accomplished in the Hebrew Bible by people like Elijah and Elisha. Es mag uns überraschen, aber eine Auferstehung alleine war längst noch nicht was Besonderes. Das war noch nicht gleichzusetzen mit dem Bestätigung des Anspruchs, der Messias zu sein, weil wir sehen es ja auch schon bei Elia und Elisa, dass in der hebräischen Bibel, in unserem Alten Testament, Tote auferweckt wurden. What's unique with Lazarus is the resurrection occurs 4 days after he dies. Was aber wirklich einzigartig ist bei der Auferstehung des Lazarus, dass dieser Lazarus auferstand, nachdem er schon 4 Tage tot war. That's in verse 39. Das finden wir im Vers 39. And the mention of 4 days is significant from the Jewish frame of reference. Und wenn besonders diese 4 Tage betont werden, dann ist das einzigartig oder bemerkenswert aus einem jüdischen Hintergrund heraus. The teaching of the Pharisees at that time was this. Denn die Pharisäer jener Zeit hatten folgende Vorstellungen, haben das gelehrt. For the first 3 days after deadness, the spirit hovers over the body. Die Pharisäer glaubten, während der ersten 3 Tage, nachdem jemand gestorben war, schwebte sein Geist noch über seinem Leichnam. So during those 3 days of hovering, there was a small possibility of a resuscitation. Mit anderen Worten, während dieser ersten 3 Tage nach dem Tod gab es doch noch eine kleine Möglichkeit der Wiederbelebung. In the 3rd day the spirit descends down to Sheol or Hades. Aber nach Ablauf dieser 3 Tage nach Lehre der Pharisäer fuhr dann sein Geist hinab zum Sheol oder zum Hades. From then on a resuscitation is impossible. Und deswegen war eine Wiederbelebung von der Zeit an nach 3 Tagen ausgeschlossen. Only by resurrection can the person live again. Dann gab es keine Möglichkeit mehr für eine Wiederbelebung, dann musste es sich um eine echte Auferstehung handeln. And in their theology, that would come with the coming of the Messiah. Und deswegen, nach ihrer Theologie, nach der Theologie der Pharisäer war es, wenn das passiert, dass einer nach Ablauf von 3 Tagen zum Leben kommt,
dann ist das der Tag, wo der Messias da ist. So in the context, it sets the stage in a specific way, so they cannot explain this away by mere resuscitation. Und versteht ihr jetzt im Kontext, der Herr Jesus hat das bewusst so eingefädelt, damit die Pharisäer das auf keinen Fall mit Hilfe dieser Wiederbelebung, die ja Teil ihrer Lehre war, wegerklären konnten. And the resurrection then takes place on the fourth day, which is unique. Und deswegen trat die Auferstehung des Lazarus am vierten Tag auf, und ihr wisst, wie der Jesus das verzögert hat, und das war einzigartig. So on page 18, that leads to many Jewish people believing in him. Und deswegen hier auf der Seite 18 sehen wir, das hat dazu geführt, dass eine Vielzahl von Juden zum lebendigen Glauben an Christus gekommen ist. But not the Pharisees, no, they must go a step beyond merely rejecting him. Aber das hat gleichzeitig den Pharisäern deutlich gemacht, jetzt müssen sie noch einen Schritt weiter gehen. Einfach nur ablehnen reicht nicht aus. So verses 47 through 53, the Sanhedrin gathers together to make a decision. Deswegen versammelt sich ab Vers 47 der Sanhedrin, um eine besondere Entscheidung zu treffen. And they go a step further beyond rejecting him in Matthew 12. Und in Matthäus 12 gehen sie noch einen Schritt weiter, als ihn einfach nur abzulehnen. So verse 53, so from that day 42 counsel, they might put him to death. Deswegen Vers 53, von dem Tag an war es für sie beschlossene Sache, dass sie ihn töten würden. Okay, we'll have one more teaching session tomorrow morning. Morgen früh haben wir dann noch eine letzte Lehrstunde. And then the next hour after that we'll have questions and answers. Und die zweite Stunde morgen Vormittag werden wir uns dann ausschließlich einer Frage- und Antwortzeit widmen, wo ihr eure Fragen loswerden könnt. I'll ask the questions, you give me the answers. Ich stelle die Fragen, ihr gebt mir die Antwort.